Drei Wochen nach der Vorstellung von The Witch's Dance bekommen wir nun den Nachfolger The Witch's Realm. Aufgrund der schlechten Nachfrage des ersten Teils wird es hier nur 200 Exemplare geben. Neben den normalen texturierten 3D-, Gloss- und Matt-Effekten gibt es auch hier natürlich die UV-Effekte. Und auch dieses Motiv erfährt auf Discord wenig Liebe. The Witch's Realm ist eine konsequente Fortführung oder Erweiterung des ersten Teils und lässt schon erahnen, dass der dritte Teil auch nicht sehr viel anders aussehen wird. Ansonsten bietet dieses Motiv eine ähnlich märchenhafte Szene und im Grunde gibt es nicht viel auszusetzen, es bietet aber halt eben auch wirklich nichts Spannendes. Hier sehen wir einen kleinen Ausblick, wie die drei Motive nebeneinander später aussehen werden. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Relativ unspektakulär. Ich vermute mal, dass wir in drei Wochen dann auch den Abschluss des Sets sehen werden. Wahrscheinlich auch wieder mit 200 Exemplaren. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!